Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Morgen des Donnerstags, hier 26. Februar. Es grüßt gestern Kamera. Wir wollen auf den DAX schauen, nachdem es hier unlängst 11 Uhr eine wahre Armada an News gab. Kurze Beschau dazu: hier die Wirtschaftsdaten. Wir hatten hier ab 11 Uhr die Wirtschaftsstimmung, Konjunktur, Klima und. Sie sehen hier die Ergebnisse. Die Wirtschaftsstimmung hat sich hier im Vergleich zur Erwartung leicht verbessert, also 0,1 Punkt ging es hier nach oben. Dann sehen Sie unten die anderen Resümees. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber letztlich der Markt hier gar nicht so schlecht unterwegs darauf hin, und das lässt vermuten, dass der Index hier, und da wollen wir natürlich den Blick auf den DAX richten, weiter seinen bullischen Auftrieb frönen dürfte. Wir sehen hier, und da grüßt beinahe schon täglich das Murmeltier, weiterhin eine Aufwärtstendenz, die sich hier rigoros auf das Ziellevel 11.350, 11.400 Punkten zubewegt. Das ist das Level, was wir schon seit langem hier praktisch im Visier haben. Und dort sollte er auch hinlaufen. Wir sehen sogar jetzt hier im Zuge dessen, dass wir uns relativ gemächlich aufwärts entwickeln, dass, wenn wir hier die obere Trendlinie mal als Anhaltspunkt eines möglichen Ziels nehmen würden, hier sogar Niveaus im Bereich 11.500 Punkten ableiten könnten, die hier sogar noch möglich werden dürften. Das Niveau 11.350, 11.400 Punkte bezog sich auf die Trendlinie inklusive dieser Fibonacci-Projektion. Hier das 161,8%ige Fibonacci-Retracement dieses Impulses hier, dieses Bewegungsimpulses, hier im Sinne der Harmonie und des goldenen Schnitts praktisch die 161,8 nach oben aufgelegt. Und das wäre genau dann eben hier dieses Ziellevel, wo der DAX sich in jedem Fall jetzt zunächst erstmal hinbewegen sollte. Wir bleiben hier oberhalb des kurzfristigen Aufwärtstrends in einer definitiv bullischen Lage, oberhalb von 11.100 Punkten. Also hier weiterhin der Bulle im Rausch der steigenden Zugewinne. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal schön im Kontext des Stundencharts an. Da sehen wir nämlich auch hier einen schönen kurzfristig aufwärts etablierten Stundenchart, der hier, und das war auch sehr schön zu sehen, am 24. Februar mit diesem Ausbruch, da fingen hier die Statements von Janet Yellen aus den USA an, hier an diesem Tag. Da erfolgte der Ausbruch über hier diesen Widerstand 11.145 Punkte. Der Markt schoss nach oben. Und das ist jetzt das, was wir unlängst immer wieder sahen. Wir sehen hier immer diese, ich will es mal kurz mit einer Ellipse darstellen, dann können wir uns am besten beschreiben. So. Wir sehen immer wieder solche Bewegungsimpulse, die dann im Anschluss konsolidiert werden. Also immer starke Schübe, die dann allerdings immer wieder einen Seitwärtsimpuls kurzer, längerer Natur nach sich ziehen. Und das ist genau dasselbe, was wir jetzt wieder vorfinden. Wir haben hier einen kurzfristigen Unterstützungsbereich, der sich hier bei 11.091 rund befindet. Da auch die untere Aufwärtstrendlinie des Aufwärtstrendkanals. Wunderbar. Also wenn der Index hier jetzt zurücksetzen sollte, aus welchen Gründen auch immer, es ist nicht davon auszugehen, aber wenn das tun sollte, wäre hier ein schönes Supportlevel. Genau eben wie hier ein Widerstandslevel war, was nach oben durchbrochen wurde und weiter ging die Party. Wir machen deswegen dieses Level auch grün. Und nach oben können wir jetzt aufsetzen. Da sind wir gerade, dass wir hier einen Widerstandsbereich haben. Das ist definitiv gerade hier die Hausnummer. Jetzt rund 11.200, ja, 25, 11.230 hier in dieser Zone, heutiges Tageshoch 11.238, da müssen wir rüber, um praktisch weiteres Potenzial entfalten zu können. Ansonsten bleiben wir in dieser Range, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir uns hier festsetzen, oberhalb von 11.225 Punkten roundabout, eben hier diesen jetzig aktuell umkämpften Widerstandsbereich, dass der Markt dann hier relativ zügig in Richtung 11.300 Punkten streben dürfte. Da ändert sich nichts dran. Der Markt ist unverändert bullisch einzuschätzen. Schauen wir kurz auf auf die Fuzzy-Vektor-Logik zum heutigen Tag. Wir haben es ja im Stream schon dargestellt. Da ist das Bild jenes, dass wir hier zunächst einen stärkeren Aufwärtsimpuls hätten erwarten können. Deswegen justieren wir mal die aktuelle Kurssequenz, und auch diese lässt dennoch hier Preise bis zum Mittag, früher Nachmittag hier im Bereich 11.300 Punkten zu. Das zunächst hier, was die Fuzzy-Logik sagt. Interessant dann, dass wir hier im Nachgang eine leicht schwächere Bewegungsimpulse erleben dürften. Das wollte ich sagen. Eine leicht schwächere Bewegung hier zum Nachmittag hin bis zum Zählerhandelsschluss erleben dürften, um dann hier auch auf tieferem Niveau am morgigen Tag in den neuen letzten Handelstag des Monats, letzten Handelstag der Woche reinzustarten, um dann praktisch am 27. Februar doch wieder einen Erholungsimpuls zu erfahren. Das wäre mal interessant, 11.150, wenn es dazu kommt. Schauen Sie sich dieses Level hier an. Dann wäre das auf Tagesbasis gesehen lediglich hier ein Rücklauf an diese Ausbruchszone, ja, an dieses Level hier.
Allerdings natürlich dann Trendlinie gebrochen, Supportbereich 11.190 gebrochen. Das ist unschön, wenn es dazu kommt, aber rein technisch hat der Markt hier schon wieder eine sehr, sehr stabile Auffangzone. Für den Fall, dass der DAX wirklich bis dorthin fällt, verspricht die FTSE-Logik daraufhin dann sogar schon wieder anziehende Preise. Also das Bild bleibt weiter bullisch. Was soll man hier dran ändern? Wer dabei ist, darf sich freuen. Wer nicht dabei ist, sollte hier Ausbrüche handeln, Schrägstrich Rücksetzer zum Einstieg nutzen. Es lässt sich hier aufgrund dieser Preisstruktur, auf dieser Kursstruktur hier hervorragend eine Stop-Loss-Platzierung finden und natürlich aber auch nach oben hin einen Breakout. Limit-Orders setzen, die einen eben dann in den Markt spülen, sofern es Ausbrüche gibt, Schrägstrich aus dem Markt lassen, verabschieden. Wenn es denn hier zum Beispiel, wenn man jetzt long sein würde, sollte man eben hier unterhalb von 11.180 Punkten etwa die Reißleine ziehen, um hier nicht Gefahr oder sich der Gefahr auszusetzen, dann hier eben die 40, 50 oder vielleicht sogar noch eine stärkere Rücksetzerbewegung Richtung 100 und mehr Punkte mitzunehmen. Denken Sie dran, Risikomanagement ist immer das A und O beim Handel. Nur so können Sie an den Märkten langfristig überleben. Überhebeln Sie nicht, gehen Sie nicht zu viel Risiko ein. Und in diesem Sinne würde ich mich auch schon verabschieden und wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Bis zum Nachmittag, wenn wir die US-Märkte anschauen. Bis dahin, Christian Kemmer.